willkommen zurück zu einer neuen winterlichen Folge The Last of Us. Freut mich, dass du da draußen wieder reinfrierst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, ich hoffe, ihr habt eure dicken Wintersocken an, euren Pulli, euren Schal, eine Jacke. Nehmt euch einen heißen Tee, einen heißen Kaffee, eine heiße Schokolade, was auch immer ihr mögt, denn es ist fucking kalt. Es ist super fucking kalt, wir haben Schneesturm, Schneesturm Deluxe, da frieren dir die Eier weg. Ich sitze hier und zittere, Moment, wir haben 38 Grad draußen, aber warum ist mir so kalt? Bin ich schwer krank? Werde ich bald sterben? Werde ich bald aussehen wie der? Moment, okay, aha. Mein Arzt sagt gerade, ich brauche ganz viele Likes. Die muss ich dann klein hacken und mir dann in die Nase ziehen. Also, liked rein. Save my life with a like. Oh, fuck. Ich bin mitten in der... Scheiße! Bring ihn doch einfach um! Er hat ihm geholfen. Lebt er jetzt noch? Ich hab ne Axt, Bruder. Oh, der ist tot. Okay. Oh, was für ein Stress. Oh, what the fuck? Homie, es ist kalt. Hypothermie. Okay, hier drüben liegt noch ein bisschen Zeug rum. Was baue ich dann? Kommt da noch jemand angerannt? Scheiße, ja. Gib mir mal den Scheiß hier. Oh. Ich versuche hier doch nur... Fuck you! Ja, was hast du drauf, Mann, hä? Oh, come on. Alter, Bruder! Was ist denn hier los? Oh, das ist der Stress. Die Hitze macht mich ganz... Ich meine, die Kälte. Die macht mich ganz weirdo. Das ist geil am Sommer. Du kannst alles auf die Hitze schieben. Menschliches Versagen. Ich schieb's auf die Hitze. Ja gut, die Axt macht noch zwei tot. Aber mit dem geilen Rohr bin ich geiler dran. Joel ist wieder voll fit. Respekt an den alten Mann. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Munition. Für die El Diabolo. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Okay, schauen wir mal. Hat irgendjemand hier noch ein Päckchen Munition für den alten Mann? Was liegt denn hier drüben rum? Nichts. Oh, fuck you. Hat er mich gesehen? Ach, da bist du Gott. Kann man nicht unterscheiden zwischen einem Mast und einem Menschen. Halb Mast, halb Mensch, Mastmann. Wenn böse Schurken ihr Unwesen treiben, kommt Mastmann und rettet dir den Tag. Ja, Mastmann, du hast meine Mutter gerettet, aber was machst du jetzt mit ihr in deinem Schlafzimmer? Mastmann rettet nur Mütter. So einen Helden braucht die Welt. Scheiß doch mal auf Spider-Man und diese Avengers. Was haben die schon drauf? Ich will Mastmann. Disney, wenn ihr das hört, und ich weiß, ihr hört das. Ich meine, Disney besitzt mich. Mr. Maus zahlt meine Rechnung. Disney, wir wollen Mastmann. Ich rede hier für 1 Million Menschen, die diesen Kanal abonniert haben. Mastmann. Oh. Ah, Messer geht wieder kaputt. Und auch das Gute. Ah ne, beides ist gut. Ich dachte, ich hätte wieder so ein halbfertiges Messer. Oh, geil. Oh, yeah. Boy, Rauchbomben. Niemand nutzt Rauchbomben. Warum immer diese Rauchbombenkacke? Ah, komm, wir nehmen's. Habe ich eigentlich viele Pillen? 95 Heiltempo. Lauschmodus Distanz ist, glaube ich, mittlerweile mal ganz nützlich. Und dann die Medkits. Ich hätte gerne noch den Messermeister. Ich glaube, darauf spare ich hin. Obwohl, ob wir es noch hinbekommen, das Spiel geht ja nicht mehr so lange. Kann jemand mal bitte die Glocke abstellen? Die nervt uns alle. Wir haben
keinen Bock auf Glocke. Oh, da drüben ist einer. Tja, in dem Sturm. Mit meinen Ohren. Ich meine, wir lauschen ja. Der Mann hat mega kranke Ohren. Gib mal ein bisschen Munition, Bruder. Ach, ich dachte, hier wird's reingehen. Alles klar, hier drüben ist der Nächste. Hey, Buddy. Dreh dich ja nicht um. Es sind sogar zwei. Ich sag ja, bei dem Schnee kriegen die gar nichts mit. Und jetzt... hau ich dir eine Kugel rein. Was? Alter, hat der es überlebt? Mein Respekt. Ich meine, es war direkt in den Schädel und er hat eine Wollmütze angehabt. Aus Stahl. Gepanzert. Die Panzerwollmütze. Oh, Ellies Rucksack. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Fleisch. Oder wie oder was? 244 Kilo? 1132 Kilo? Moment. Dann 109. Okay, die hatten erst richtig fette Zeiten und dann richtig magere Zeiten. Schon besser. Haben die da ganze Gruppen? Ich meine, was haben die da eingefangen? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da habt ihr die Antwort. Ich muss sie finden. Weil das sind keine Angaben. Das sind keine Angaben für Wild. Ich meine, 1,5 Tonnen Wild. Ist echt verdammt krank. Man sieht ja auch, die haben Achselarterie aufgeschnitten und den Hals natürlich. Achselarterie blutest du am schnellsten, glaube ich, sogar aus. Die ist richtig heftig. Hatten wir irgendwann mal so einen Stream, wo ich gesagt habe, wenn du jemanden schnell kalt machen willst, greif ihn von hinten und schneid ihm einfach unter der Achsel. Da kannst du eigentlich auch kaum was falsch machen. Das ist eine Riesenarterie. Schneidest du das auf, der blutet so schnell aus, bumm, gewonnen. Dann haben die Leute gemeint, nein, nein, lieber der Hals. Axel geht schneller. Oh, Scheiße. Ellie. Ihr Überlebenswille ist stark. Sehr stark. Come on, baby girl. Wenn es einen hinbekommen kann, dann doch wohl du. Oh, mieser Wichser. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Niemals, Alter. Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch weggehen. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Dass ihr die Machete aber auch nicht sieht. Ach.
Ich bin's. Hier, hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ausfahrt? Aber wir haben kein Auto, oder? Spürst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Was hat sie denn? Ja, im Trailer für The Last of Us Part 2 sehen wir Ellie, die Gitarre spielt. Also hat Joel wohl sein Versprechen eingehalten. Oh, Ellie, Ellie, Ellie. Was haben wir hier drüben? Camper mit Pillen. Nice, Alter. Gott. Ich brauche Lappen. Ein Familienfoto. Warum sollte man sowas mitnehmen? Vergebt uns. Was haben sie denn getan? Da vorne lag eine Leiche. Ach, hier drüben. Oh, die haben ihre eigenen Kinder erschossen. Das sind auf jeden Fall keine Erwachsenen von der Größe her. Ja, jetzt wissen wir, was sie getan haben. Ich weiß nicht. Ich war nie in der Apokalypse und ich habe keine Kinder. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Träume sind seltsam. Ja, das stimmt. Ellie ist nie geflogen, denn sie ist ja noch jung. Und der Ausbruch liegt ja schon über 20 Jahre zurück. Sie wurde also in diese Welt hineingeboren. Nun, will man Kinder in diese Welt hinein gebären? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Das Leben geht weiter... Die Menschheit existiert weiter. So ist das eben, ne? Man macht einfach weiter irgendwie. Der Mensch passt sich immer allen Situationen an. Wie überall eine verwaiste Quarantänezone. Oh! Kraut! Natürliche Drogen. Die batschen auch. Joel, Alter, der zieht sich alles rein. Ob Kraut oder Pillen. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Der Mann lebt nach Hashtag Gönnung. Hashtag Gönnung. Oh, der Zoo. Schau unsere neuesten Neuankömmlinge. Salt Lake City Zoo. The all new... What? Keine Ahnung. Büschimweg. April 2013. Utah. Giraffen, meine Lieblingstiere.
Affen, Giraffen. Vielleicht geht es hier durch. Und Strauße finde ich auch toll. Tiere mit langen Hälsen. Weiß nicht, finde ich irgendwie mal witzig. Hunde natürlich. Und Otter finde ich total cool. Und Waschbären. Und Faultiere finde ich mega. Besonders Babyfaultiere. Oh, sind die niedlich. Ich schaue mir am liebsten Tiervideos an. Auf YouTube, Tiervideos sind so meiner Quelle Nummer 1, wenn es um Unterhaltung geht. So, Lucia. Wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein, zwei Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hanna spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all diesen Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung. Wir dachten, wir würden sie in den Griff kriegen, aber die Welt ging unter. Zumindest so, wie wir sie kannten. Unsere Welt ging unter. Die der Menschen. Die Welt an sich hat sich natürlich weiter gedreht. Kommt man hier irgendwie durch? Ellie. Baby Girl. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Oh, was ist denn los? Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... schon gut. Also, Ellie, Leiter. Und auf geht's. Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Was ist denn los? Ich meine, der Vorfall im Winter kann es nicht sein. Es ist ja schon... Es kann schon sein, aber... sind ja ein paar Monate schon vergangen. Depression. Aber warum? Rivers Café. Oh mein Gott. Wow. Was ist los? Ellie? Ellie? Mama. Du sollst es ranstellen, Kumpel. Schnell, schnell, schnell. Da oben könnten Monster sein. Ja, los. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ellie? Was zur Hölle? Oh. Soll das ein Scherz sein? Welcome to the jungle. Ah, haben sie schon echt cool gemacht, die Szene. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Joel? Wow. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Ja, ich bin... Schon ich bin gut, schon gut. Was machst du? Oh, die Augen okay. Von Giraffen sind krass, ne? Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Mach schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Ellie, langsam. Ja,
Ich bin alt und ich wurde schwer verletzt. Do you remember? Baby girl? Seine abballern. Bam! Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Ja, in diesen Momenten merkt man, das Spiel ist ein Meisterwerk. Einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!